In den 60er Jahren, daran können sich die Inhaber von Seniorenpässen bestimmt erinnern, hatte man nicht wie heute einfach überall zu allem Zugang. Da musste man suchen und warten und ein hohes Maß an Geduld aufbringen. Tonnenweise Comics musste man da lesen, um gut informiert zu sein. Oder man war auf der Suche nach Platten der Fugs oder von The Velvet Underground. Oder man schaute sich die sogenannten Underground-Filme an. Underground, das bedeutete seinerzeit Andy Warhol. Wir sind hier mitten in New York. Das hier ist Nico, die Freundin von Andy Warhol, die Sängerin der berühmten Band The Velvet Underground. Ziel dieses Spaziergangs ist die East 87th Street 231, The Factory, der Bezugspunkt für Andy Warhol. Der letzte Film, den Warhol gemacht hat, dauerte ganze 6 Stunden. Er zeigt einen Mann, der schläft, und seine ganzen Besucher, die alle eine Banane verzehren. So ist etwa der French Bob Dylan 1966 eine Figur in einem der vielen Andy Warhol-Filme geworden. Nur wenige Monate davor hatte er den amerikanischen Bob Dylan gedreht. Den Bob Dylan. Okay, das war jetzt genug Bob Dylan. Andy hat so hunderte von Filmrollen vollgemacht. Zunächst einmal Stummfilme mit seiner kleinen Bolex-Schmalfilmkamera. Danach mit einer großen Auricon mit Mickey-Maus-Ohren und gleichzeitigen Tonaufnahmen direkt auf die Filmrolle. So funktioniert das mit dem Ton bei einer Auricon. Manchmal dauern die Filme nur wenige Minuten, andere waren stundenlang und das tat gut. Aber außer einer Vorführung von The Chelsea Girls 1967 in der Pariser Cinemathek oder im berühmten, aber mittlerweile verschwundenen American Center, waren die Filme von Andy Warhol sozusagen eher unsichtbar. Da brauchte man viel Vorstellungskraft. Wie war zum Beispiel dieser Film mit diesem Typ, der 5 Stunden schläft? Oder 6 oder 8? So ganz genau weiß man das gar nicht. Sleep, der berühmte Film, um den es hier geht, und übrigens alle anderen Warhol-Filme auch, sind mehr oder weniger unsichtbar. Es sind allesamt Museumsstreifen, die so gut wie nie vorgeführt oder als DVD in den Handel gebracht werden. Sins beispielsweise ist 1966 entstanden, wurde nie im Kino gezeigt und tauchte erst 2002 wieder auf. In Sins wird die Ermordung Kennedys nachgestellt. Mary Voronoff spielt John F. Kennedy, Jackie Kennedy ist Susan Bottomley, die Feuerwaffe spielt eine Banane. Die Präsidentenlimousine tritt als rotes Sofa auf und kommt aus der Factory, die Couch. Da haben viele andere darauf gesessen. 2 Jahre zuvor wurde ihr ein ganzer Film gewidmet, der den offensichtlichen Titel Couch bekam. Mittlerweile könnte Warhol solche Filme auf einem Flash Memory oder einer SD-Card ablegen. Sie könnten so immer noch mehrere Stunden dauern und würden danach vielleicht auf YouTube abgelegt oder irgendwo gepostet. Oder er könnte 6-sekündige Vines über Twitter verbreiten. Andy verstarb aber vor der Geburt der Flash Memories, vor der massenhaften Nutzung von YouTube, Twitter und Vine. Schade eigentlich, denn das hätte ihm alles sicherlich sehr gut gefallen. Das hier ist übrigens einer seiner Filme, der mit Vine abgelichtet ist, und zwar von einem gewissen Edward Melendez. In dem Video ist Mama Warhol zu sehen, Julia. Eine gewisse Ähnlichkeit ist da unverkennbar, Andy ist rechts im Bild. Wer sich den Film in voller Länge anschauen möchte, der kann ihn sich einfach bei MoMA ausleihen. Dem Museum of Modern Art in New York. Okay, das Ganze kostet $220 plus 110 pro Sekunde. Das ist aber immerhin ein alter 16mm Streifen. Der könnte ja auch reißen, und wie soll man das dann dem MoMA erklären? Man könnte sich auch einen Auszug von Empire leihen. Oder den ganzen Film, 8 Stunden und 5 Minuten Empire State Building für $600.
Die wirklich gute Nachricht ist, dass das Warhol Museum von Pittsburgh die Digitalisierung des Gesamtwerks von Warhol vorantreibt. Rund 500 Filme also. Über kurz oder lang müsste also alles für alle verfügbar sein. Dies hier ist also nicht mehr ein Beitrag über unsichtbare Filme, sondern ein Beitrag über unsichtbare Filme, die bald nicht mehr unsichtbar sein werden. Am allerleichtesten ist schon jetzt der allerletzte Film von Andy Warhol zu sehen. Den gibt es nämlich im Internet. Es ist kein sehr ereignisreiches Werk. Aber man kann ihn sich im wahrsten Sinne des Wortes unbefristet anschauen. Die Dreharbeiten werden endlos fortgesetzt und Andy spielt dabei die Hauptrolle. Wahrscheinlich weiß er es nicht einmal, vielleicht aber doch. Seine Begleiter sind der Wind, das Gras und die kleinen Vögel. Sie flattern vor der Webcam hin und her, die 24 Stunden am Tag vom Friedhof St. John the Baptist in Pittsburgh Bilder überträgt. Man kann scheinbar nicht mal 5 Minuten seine Ruhe haben. My name is Andy Warhol. I just finished eating a hamburger.